Also rechnen 6. Und sehr wahrscheinlich mit dem Geld bei sich am Konto kann er ganz gut umgehen. Aber so am Baum im Rechnen klappt es nicht. Er meinte auch immer, wir suchen nach den Mängeln. Aber die Mängel waren nun mal da. Das steht ja auch im Gerichtsurteil. Er hatte dann auch einfach keine Lust mehr. Man merkte das. Trotz gerundeten Urteils heißt das, sie bekommen kein Geld. Und bitte. Und los. Versuchen, ob es geht oder nicht. Anschauen. Und schließen. Was ist mit der Tür auf sich? Ja, wir kriegen nun nicht mehr die Schlafzimmertür zu, weil die zu nah an der, am Gästeklo eingebaut worden ist. Und da haben wir eben gesagt, und daraufhin hat er gesagt, ja, ich lasse euch eine Klinke absägen, dann könnt ihr die ja da einbauen. Woraufhin der Gutachter gesagt hat, nein, nein, so nicht, die Tür ist falsch eingebaut, dann wird richtig eingebaut. Ja, wenn man dann liest, wie er sich darstellt als Top-Maurermeister und Bauexperte, kann man schon anfangen zu lachen, wenn man das sieht. Ansonsten werde ich wohl die Tür selber richtig einbauen müssen, nach der Insolvenz. Kürzt auf dieser Länge, aber hier mit dem der ganze Aufbereitet dazu, ne? Ja, mit den Rissen, ne? Ja. Die gehen jetzt schon immer weiter ja. Nach vorne rum. Fies um die Ecke. Die werden immer breiter. Ja, der Bauexperte. Aber ist ja nichts. Hat er super gemacht. Ja, nein, guck mal, der geht auch immer weiter darüber. Ja. Bröckelt die wieder immer breiter. Ja. Ja. Die Zeit schon gemacht. Die Zeit hat gemacht werden. Ja. Weiter, ne? Ja. Jetzt sieht er drüber aus, als wenn das auch noch. Die obere Seite ja auch. Mhm. Mhm. Hat er wirklich spitze gemacht. Mhm. Da vorne auch. Man ja. Geht auch immer breiter. Bauexperten. Oder irgendwas? Wie Sie möchten. Wie wir möchten. Nein. Reicht das? Und bitte. Und nochmal hinhalten, bitte. Nochmal rüber schauen. Stehen auf, schauen zu ihrer Frau und gucken dann bitte beide noch mal hier runter, ja? Ja. Mal hinhalten, genau. Und wegnehmen. Wie dann der Bau anfing, haben wir schon die ersten Sachen gesehen, die uns nicht gefallen haben. Der hat sich also er hat nichts beantwortet. Dann, wie hier die Wohnung abgenommen werden sollte, haben wir dann gesehen, dass die Ecke drüben nass wurde. Ja, man steht alleine da und wir rechnen auch mit nicht viel. Vielleicht, sag ich mal, kann der Insolvenzverwalter ihm irgendwas nachweisen, dass man ihn dann vielleicht doch noch dran bekommt. Und
Das wäre natürlich noch schön, aber wir glauben erstmal, man kann so eine Sache ja, hat ja lang genug Zeit gehabt, die Sache vorzubereiten. Weil er uns damals auch gesagt hatte, wenn mir die Sache eigentlich keinen Spaß mehr macht, dann lasse ich die Karre vor der Wand laufen. Und so haben wir ihn eingeschätzt, aber wir mussten ja weitergehen. Es ging nicht anders. Und ja, jetzt muss man natürlich nochmal tief in die Tasche greifen. Vielleicht nochmal einen Kredit aufnehmen, um die Sache zu bewerkstelligen. Aber natürlich, ich sage mal auch, finanziell wird sich dort über Jahre hinziehen, bis wir so eine Summe erledigt haben. Wir wollten das publik machen, damit nicht noch andere Leute drauf reinfallen. Und ja, wir haben ja im Internet gesehen, wie toll er dargestellt wird. Und ich muss ja sagen, da wurde mir schon leicht übel, wie ich dazu gelesen habe, was er nicht alles so kann und was er nicht alles so ist. Und wir haben erlebt, wie klein er überhaupt ist. So weiter. Also rechnen 6. Und ja, wahrscheinlich mit dem Geld bei sich am Konto kann er ganz gut umgehen. Aber so am Baum im Rechnen klappt es nicht. Wir hatten auch schon ein bisschen damit gerechnet, weil er das ja auch angedroht hat, dass er dann Insolvenz anmeldet. Ja, jetzt müssen wir nur noch abwarten, was der Insolvenzverwalter sagt. Und ja, dann müssen wir anfangen zu reparieren. Ja, so im Ganzen hat man das gemerkt, wenn er dann nachher herkam und immer, wenn wir einen Mängel entdeckt hatten, er meinte auch immer, wir suchen nach den Mängeln. Aber die Mängel waren nun mal da, das steht ja auch im Gerichtsurteil. Und er hatte dann auch einfach keine Lust mehr, man merkte das, also kein Interesse. Und als er das dann damals auch schon telefonisch unserem Rechtsanwalt sagte, dass er dann eben Insolvenz anmelden würde, da war uns eigentlich klar, dass nicht viel passieren würde. Ja, also wie gesagt, die Freude ist weg und man ist Handwerkern gegenüber misstrauischer geworden, was vorher eigentlich nicht war. Man denkt immer jetzt, wer weiß, man will immer aufpassen, dadurch ist man natürlich auch empfindlicher. Aber also als das Gerichtsurteil durch war und dass wir gewonnen hatten, dass er praktisch verurteilt wurde, die Wohnung zurückzunehmen, hat das nur bestätigt eben, was wir die ganze Zeit schon wussten. Also am Anfang habe ich immer noch gehofft, dass es gut wird, dass er die Reparaturen durchführt, aber dann hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass er das nicht macht und ich weiß auch nicht, ob er das kann. Kriegt man schon Wut. Aber da können wir nichts dran ändern, da müsste wahrscheinlich von der Gesetzgebung her was geändert werden. Dass man eine GmbH einfach nicht so leicht aufgeben kann. Haben wir ja das Urteil, ne, das sagt. Was der Gutachter ja unsere 33 Punkte bestätigt hatte. Ja. Oh, noch weiter. Kann man noch blättern, Einfach genau. noch blättern. Super. Warum nicht? Ja, vielleicht stößt durch Beweis. Ja, guck mal, hier schreibt der Richter alles.